weißt du, ich habe beim Kostümfesten sehr viel Spaß. Also die letzten 2 Jahre war ich nicht mehr, aber ich habe es 3 Jahre durchgezogen. Da war ich einmal als diese Tiere, also als Löwenmensch mit diesen Fellen. Das zweite Mal wieder halt Mann, halb Frau, ne? Das habe ich mir auch selbst zusammengeschneidert. So eine Hose und dann so einen halben Frack. Das habe ich mal gesehen in einer Silvesterparty. Und dann habe ich gesagt, das ist toll. Das ist toll. Bloß ja. Das Gesicht so zu schminken, ja. Das schaffe ich nicht. Ne? Ja, das dauert zu lange. Ja. Ich habe eine halbe Stunde Zeit gehabt. Nur so Glitzerkram, schwarz-weiß. Hier, eines ist schwarz, andere weiß. Und dann einen Handschuh. Und dann bloß mit den Schuhen. Da war ich ein bisschen, habe ich einen Stiefel angenommen. Weil ich wollte keine Handschuhe anziehen. Ja. So einen schwarzen Stiefel und einen weißen Abendschuh. Ne? Ja. Und dann war hier so ein Rock. Und dann war hier Männerbeine. Ne? Das war witzig. Ich glaube, ich habe auch irgendwo Fotos, aber ich müsste hier so nochmal ausgraben, dann zeige ich sie dir. Ja, schön. Und wie gesagt, jetzt bin ich zum Beispiel jetzt in diesem Kostüm, bin ich auch mal jetzt im Café Käse gewesen und da, ich kenne dich noch von dem Ball. Du hast doch mal, warst Erzieherin, hast bei der Bildzeitung den ersten Preis gemacht. Na? So bist du im Gedächtnishafen. Ja, du warst ein Kellner. Und da dachte ich, ja, von unseren Leuten machen auch diesen Sport. Ne? Und die haben auch zu mir gesagt, was es mir als Frau bringt. Ich so, es gibt mir ein Gefühl, dass ich also auch mich in der Männer zur Hilfe ziehen brauche. Und dann bin ich letztens in der Diskothek gefragt worden, ob ich schon mal mit einer Frau gewogen habe. Also so kämpfe. Ich dachte, du bist jetzt noch nicht nur mit Männern, also mit meinem Freund oder so mit Bekannten aus Spaß ja. Und so auf der Straße habe ich also keine Diskussion mit Frauen. Also ich bin nicht der Art. Aber es würde mir mal Spaß machen, so jetzt mal viel, wie weit eigentlich jemand, der auch Sport treibt, sich irgendwie mal so Kräfte vielleicht zu geben. Ja, würde ich auch. Aber müsste ich was anderes anziehen, weil diese rutscht runter. Ist klar. Am besten irgendwo was betonen können. Was anderes anziehen, ja. Muss man suchen. Doch, wenn man gucken mal, ne? Was wir irgendwie sehen, was besser passt. Na? Musikladen aus Hamburg, da gibt es was öfters. Ja, ja. Und
da waren Frauen, die auch so Bodybuilding gemacht haben. Da muss ich sagen, bis 110 haben die mitgehalten. Ne? Also immer nur einmal, also keine 5-6 Wiederholungen. Und das mit den durchgedrückten Knien, nicht mit diesen Spannenden. Genau, das ist natürlich viel einfacher. Und da waren wir bis 120. Und dann habe ich den da gewonnen. Und Armdrücken, auch in der Frau, auch, die auch das gleiche an der Zeit hatte, vom Zeitraum Bodybuilding, auch 3 Jahre, musste ich also auch, obwohl ich jetzt von der Masse mehr, da musste ich auch mich anstrengen. Doch, es ging nicht so einfach. Und mit dem Mann auf der Bühne nicht, üblich, so privat öfter, ne? Wie gesagt, das letzte war am Donnerstagabend gegen einen Mann, der 1,80 war und wie gesagt, der dann seinen ganzen Körper benutzt, der dagegen rückt. Und als Frau, das müsste ich jetzt mit dem austesten. Aber ich habe es noch nie gemacht in meinem Leben. Du musst uns auf den Fußboden legen, dann legen. Ja, legen, sonst geht das nicht, weil du brauchst ja Stand. Du musst ja hier irgendwie einen Hebelbücken haben. Aber das geht das nicht. Kannst du das? Also zieh erstmal die Schuhe aus. Ja. Darf ich das? Das darfst du. Das kann man genau. Brauchen wir nicht mehr. So. Also, genau. Du musst mich einweisen. Du bist ja, von diesem Arm jetzt. So. Und dann musst du gegenwirken. Jetzt machst du. Ja. Ganz hier so. Ja. So, dann musst du den Arm. Also, du musst mich auf so einen. Hier, aber zurück. Und nicht da, ne? Und dann musst du. Hier. Und dann kann man also nicht abwechseln. Nein. So, und den einfach. Also, du drückst darüber. Ich hier, ne? Und den Arm in den Kopf. Und was machst du mit den linken? Ach, in den Kopf? Ja. Das strengt ganz schön an. Das so, aber wenn du auf den Tisch gehst, wird es besser, ne? Ja, ja. So, und das musst du das ein paar Mal hintereinander machen und dann. Nächsten Tag kannst du dich nicht mehr rühren. Dann musst du nicht mehr rühren, genau. Gut. Wieder was gelernt. Ja. Ja, so kann man was lernen, ne? Du lernst was von mir. Ja, das war wirklich interessant. Ich möchte auch was von dir lernen. Zum Beispiel, ich habe deine Posing schon gesehen und war ja dabei, es ist bewundernswert. Also ich, so wie man Ballett tanzt, also alles mit der Musik übereinstimmt. Das kann ich noch nicht, das könntest du mir eigentlich mal zeigen. Ja, natürlich. Also Arme bin ich mir schon, das ist kein Problem, wie man die rauskriegt. Und Schulterpartien, ja, einfach Bizeps, wie macht man das eigentlich? Du musst mal sich hinstellen und dann, also die Haltung? Den Arm, also das ist man stehen, noch am besten. Den Arm, ja, Körper, bitte. So, und dann? Und dann? So, drücken. So, so. Ein bisschen drehen. Moment. Und den Arm also dagegen. Muss ich mal, wie das rauskommt. Ja, 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 kommt da raus. So, ne? Und dann? Muss auch nicht anschauen, so, ne? Hast du die ganze Hand flach? Ja. So. Ja, so durchdrücken. Weißt du, wenn du kannst eine Trizepsübung machen? Ja, das weiß ich. So, also durchdrücken. Das ist die Hauptbewegung. Ja, das wäre quasi so. Ja. Und dann noch, kannst du noch drehen. Das Ja, ja, das ist, kommt schon gut. So. Und dann kommt es nur noch auf die richtige Beinstellung drauf an. Ja, dann musst du aber. Ja, das müssen wir uns anders anziehen. Ja, und das ist ein bisschen ungünstig. Weil da kann man den Rücken, das verdeckt, kann man also auch nicht das raus tun. Mal sehen, ob wir noch was Besseres finden. Ich denke schon, ich glaube, cool, ich einiges da. Ja, na gut. Aber dann schön, den Börsch. Na Monika, ich würde sagen. Ja, erstmal das, du, was ich eigentlich nicht beherrsche, ne? Naja, du zeigst mal, also wie du dir das denkst. Das so fange ich mal auf der Bühne an jetzt. Ja. Ne? Zum Beispiel privat wahrscheinlich. Ich will eine Bühnenshow machen, in einer Disco, was ich schon mal hatten. Und dann heißt es, du bist Gast da. So, dann machst du diese. Und dann, auf welche Position gehst du dann? Naja. Weißt du, das ist ein Unterschied, wenn du jetzt, es gibt einmal die Show oder die Kür, die es im Wettkampf ist, und dann gibt es aber als erstes die Pflicht. Und das sind direkt 5 Pflichtposen vorgeschrieben. Ja. Und das ist die erste davon, was du gemacht hast. Und dann? Die zweite ist die seitliche Brust, also die Bizeps. Also dann wäre es so. Naja. So, also. Ja, guck mal zu mir. Das stellt man sich seitlich zum Zuschauer hin, stellt das Bein an. So? So, ja. Dann nimmt man den Arm, ach so, drückt den drauf. Ah, darauf. So, also dagegen, seitlich rein und dann hier rum die Brust noch mit anspannen. Das ist ein bisschen schwierig. Also 3 Sachen konzentrieren. Ja. So,
ein bisschen Krampf hast, auch, aber du hast eben halt. Du noch ein Stück eindrehen. So. Ja. Ja, so. So, und die Brust schön konzentrieren und ruhig schön eindrehen. Ja, ja, so. Und dann? Was kommt als nächstes? Das ist die zweite Pose. Als drittes kommt der Rücken. Der das Rücken. Bringst das, du ja bereits. Gut. Ich habe immer gesehen, dass man immer so macht. Naja, nee, eigentlich man muss ja, erstmal reingehen, schön locker reingehen, so, zack, und dann rein und dann ein bisschen ins Hohlkreuz gehen, dass man die Muskeln spielen sieht. So ganz leicht nach hinten gehen, dann wieder ein bisschen nach vorn, ja, dass man die Muskulatur hier besser sieht. Auch so ein bisschen Konzentration. Na, ja, und dann mal nicht so ins Hohlkreuz, sondern etwas mehr. So, damit man die Rückenstrecker, damit du die Rückenstrecker richtig anspannen kannst. Und dann? Das ist die dritte Pose. Als vierte Pose gibt es dann die Trizeppose, was wir vor uns bereits im Kleid schon mal gemacht haben. Ah. Wenn der Zuschauer sitzt, diese so, Seite, ja. Arm zurück und dann drücken. Ja, so ein bisschen mehr. Gucken wir. Nein, du musst das andere Bein anstellen. Dich auf das linke Bein stellen. Auf Länge. Und das Stück hinter weiter. So. So. Und dann? Schön Brust raus, schön und dann nach oben strecken. Ja, und dann schön dich auf den Trizeps konzentrieren. Du hast ja einen schönen. So? Zeigen ruhig. Ja. Ja, jetzt. Das kannst du einfach schon alles konzentrieren. Naja, das ist. So die ganze? Ja. Aber ist ja schön zu sehen. Hm? So und dann? Ja. Und als fünfte Pflichtpose ist die Bauchpose. Ah, die Bauch. Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig. Vorne, ja. Und dann? Das Bein so. Strecken. Und dann? Jetzt mal auf, ich gehe mal hier rüber. Ja. Bein strecken. Arme hinter den Kopf verschränken. Und als erstes die Luft rauslassen. Das ist wichtig. Und das kann man auch am besten üben, indem man lacht. Ja, genau, genau. Und da kommt deine Muskulatur. Und dann, ja, also, das muss man sehen. Nee, das kann ich ja nicht so. Nach hinten ein bisschen gehen, so. Also als wenn du am Zuggerät die Bauchübung machst, wo du so nach vorn drückst, dass so, ja, kam schon gut. Aber das wird sehr schwierig. Das ist immer die Luft rauslassen. Das ist das Schwierige. Die Luft muss raus sein. Und die Muskulatur anspannen, ja? Also ich würde das anders sagen, wie mit Bauchübungen würde ich mal mich einfach hinlegen. Was für mich einfach. Und dann so die Bauchmuskeln rausgehen. Ja, so, so kann man sie auch zeigen, ja. So kommen sie auch raus. Aber nicht das ist den Zuschauer dann schlecht. Das aber das ist eine Möglichkeit, ja. Ist klar. Das sind erstmal die ganz einfach die fünf Grundposen, die jeder Wettkämpfer oder jeder Bodybuilder eigentlich auch von Anfang an lernt. Mhm. Und dann kann man ganz verschiedene Variationen da so draußen machen. Das mit dem Bein, das Ding, so was du auch gemacht hast, ne? Moment, schaffe ich das überhaupt? Dass du nach hinten das so hast und dann. Ach, dies. Ja, na ja, da gibt es eben Knick, ne? Das, na, das ist schon ein bisschen was Schwierigeres. Ja, na, da ist es schwer reinzukommen oder dann auch wieder raus, dass man das so anstellen kann oder so. Oder so. Aber einfach ist noch eine ganz einfache Verbindung eigentlich und was auch immer schön aussieht, ist der Ausfallschritt, so nennt sich das. Und da kann man dann so schön reingehen und entweder Arme hinter dem Kopf. Sogar Land. Ja, das lieber und das bringst du. Ja, Doppel-Bizep kann man da draus machen. Sperrwerfer kann man daraus machen. Ja, die Übung habe ich auch schon mal irgendwo gehabt und zwar auf ein paar Posing lernen, ne? Das also so und mit einer Bande. So? Nein, du musst nach zur Seite. Seite gehen. So. So? Hm? Und jetzt einknicken? So? Vorn, ja. Nee, das Bein den Fuß nicht so weit vor. So? Den Fuß ruhig, Bein zurück. Und dann? Und dann den Schwerpunkt auf das Bein, ja? So? Ja. Und dann oben das machen, wie du. Wie machst du das? Also du hast jetzt hier so. Latissimus, das. Doppelbizep. Aha. Das ist nur ein von diesen. Du hast die gleiche Fußstellung und du kannst den Oberkörper dann variieren, was du Dann machen kannst. Das sind also die
eine war jetzt lang. Und die andere, ja, zum Beispiel, auch wenn du zum Beispiel jetzt, das ist natürlich ein kürzer, wenn du so diese Beine hast und ich dann so, was ich auch mal gesehen habe, beim Posing, schon, dass du dann so runtergehst, ja. Das ist aber ein bisschen Akrobatik dabei, ne? Hm, naja, weiß ich jetzt gar nicht, was du meinst. Zum Beispiel so, dass du dann so, da hast du den Beinbizeps angespannt, dann siehst du die ganze Beinmuskulatur, ja, zum Beispiel. Das ist ungünstig. Ja. Die eine Lange ist immer gut drauf. Ja, ja. Das kann man auch, ja, aber du hast gerade eine gute Idee, ja, indem du die Kniewaage machst, ja, sozusagen. Du jetzt mal alle beide Hände nach vorn, ja, so, und dann das Bein hoch und dann kann man auch schön den Beuger, ah, günstig den anspannen und als würdest du die Beinübung ausführen, ah, so den Beinbeuger. Aha. Kannst du auch im Stehen, das ist bloß ein bisschen schwierig, weil man das Gleichgewicht halten muss, wenn, ja, man nur auf einem Bein steht, aber dass man den Beinbizeps sieht. Ja. Mhm. Und das kann man dann mit Sperrwerfer oder wieder mit dem Oberkörper mit verschiedenen Posen. Ja, das mal so gehabt, ne? Indem, ja, man so auch so zu beiden, die eine Hand war an der Faust, mhm, und die andere war gestreckt. Ja, ja. Das geht auch. Ja, das sind so Grundsachen. Ich habe zum Beispiel auch mal, wie ich noch kein Bodybuilding gemacht habe, habe ich mal einverlassen, ich wollte meinen Trizeps trainieren, mhm, habe ich immer noch jeden Tag einen mehr. Und bei bis 27, also wie ich willkommen, immer so ein, zwei, also 10 sowieso normal ist, ne? Von 10 habe ich die immer gesteigert auf bis 27. Ja? Ja, ich weiß nicht, ich habe das lange nicht mehr gemacht, jetzt bestimmt zeitraummäßig 3 Jahre. Ja. Also Liegestütze. Ja, so. Ja, ja. Gibt es auch noch diese, wo du Fäuste nimmst und ja, die Hände. Ich kenne es eigentlich so. So, ja, und auch die, auf den Fäusten halt. Aha. Und wie meinst du, schaffst du? Also Fäuste habe ich noch nie gemacht, auch, ja, so, aber auch so 20. 20. Würde mich mal interessieren. Hm? Soll ich mal machen? Ja, fang du mal an. Na gut, mal sehen. Ach, das reicht. Das reicht. Okay. Nur probier du mal. Mal den Lichter ausdrehen. Wird schon schwer. 33, 34, 35, 36, 37, 38, schaff's noch. 39, 40, 41. Ganz stark. Das ist auch eine Konditionsfrage mit, ne? Würde ich auch sagen. Das ist mal ganz schön außer Atem. Mach auch hier, Entschuldigung. Nee. Dann machst du deine. Ja, ja. Fünf, das ist der ganze Körper mit in Bewegung.
alles angespannt. Morgen sicherlich Muskelkater. Ungewohnte Übung. Brauche ich nicht mehr zu trainieren.